Und damit welcome back, Freunde der guten Unterhaltung, zu einer weiteren trockenen Folge Elex 2. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst. Und wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann fokussiere einmal kurz den Abonnieren-Button, gib ihn einen Klaps und du wirst immer up to date sein. So gut, Leute, wir sind noch weiter hier on Tour mit dem alten Ivan, der uns zu den Morcons führt. Genau, richtig, du sagst es. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch so auf dem Weg erleben. Ein Teleporter, ich glaub's ja nicht. Meine Gebete wurden erhört, endlich. Ruinenfelder Süd. Okay, dann nehmen wir den auch noch mit hier. Easy. Ah, das hier wird ein bisschen anspruchsvoller. Ja, klatsch es, klopf es, gib ihm. Au, 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 oi, oi, da. Nasty, Mund-zu-Mund-Beatmung. Okay, das ging jetzt zügig. Also von dem darf ich mich nicht klatschen lassen. Ja, die Tiere sind halt ein bisschen stärker in dem Gebiet hier. Aber wir haben ja hier gespeichert. Easy. Gut, next try. Los, rauf da. Alter, weil er schon neben mir steht, oder? Doppelrolle. Los, reite es, Nasty. Okay, krass. Okay, vor dem Tier hatte ich jetzt schon ein bisschen Respekt. So. Gut, Teleporter haben wir. Wo sind wir jetzt an sich genau? Ah ja, okay, cool. Hier kannst du halt auch richtig viel erkunden, ey. Du kannst hier, glaube ich, unfassbar viel looten. Eine absolute Loot-Gegend hier. Okay, hier haben wir nix. Jetzt aber weiter. Yep. Echt jetzt? Wir wären sowieso da lang gelaufen. Ah, Ivan, kannst du sowas nicht früher sagen? Na gut, dann nehme ich jetzt aber hier nochmal das Wiesenkraut mit. Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Redest du von deinem Menschenfresser? Ja, dieses Vieh streift nur unweit von hier herum. Was für ein Ding ist das überhaupt? Ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Meinst du? Komm, dann kriegen wir doch hin zu dritt. Komm schon, das wäre doch ein krönender Abschluss der Reise. Nicht in 100 Jahren. Ein paar Kreischer erlegen ist eine Sache, aber ein Troll? Ohne mich. Ich hätte keine Freude daran, deine Überreste zusammenzukehren. Du wartest. Ich erledige das Vieh. Du musst verrückt sein. Aber gut, ich kann dich nicht umstimmen. Halte im Osten nach dem Biest Ausschau. Solltest du doch zur Vernunft kommen, findest du mich hier. Cool. Schon, oder? Sehe ich genauso. Ja, schade, dass er nicht mitkommt. Da wäre es immer ein bisschen einfacher gewesen, denke ich. Ich glaube, so ein Bergtroll hat es schon auch in sich. Ah, hat mich wieder erwischt hier. Was wurde gesagt?
Okay, er chillt jetzt hier erstmal. Dann schauen wir mal, wo der ist. Vielleicht geht das Ganze auch nach hinten los. Ich weiß es noch nicht. Ah, das können wir jetzt erstmal schließen, oder? Nee, ist immer noch unter Tavar. Oder? Ja. Okay. Okay, okay. Nasty, are you ready? Let's go. Aber genauso habe ich mir das vorgestellt. Ivan führt uns da hier durch. Der persönliche Überall Führer. Überall Altmetall. Dieser Planet ist nichts weiter als ein großer Schrottplatz. Nebenbei ist das nicht nach deinem Geschmack. Tausche Schrottplatz gegen Spielplatz. Dann stimme ich dir zu. Nebenbei können wir eben hier schön Erfahrungen sammeln, neue Sachen entdecken, looten ohne Ende. Oh nein, oh nein. Was ist das? Nasty, schütz mich! Ah ja, okay, ein Varan. Boah, die sind immer so schwierig zu treffen. Jetzt können wir mal runter. Oh, Nasty braucht eine Fernkampfwaffe. Das funktioniert so nicht. Ich finde es schade, dass man sie nicht ausrüsten kann noch mit Waffen. Okay, erst lieber mal so ein bisschen kurze Schüsse machen. Nicht die aufgeladenen. Hast du gerade geschossen? Du hast eine Fernkampfwaffe und benutzt sie erst jetzt? Alter. Die macht Sachen, ey. Die macht mich fertig, die Frau, ey. Die macht mich fertig. No, no, no. This way, please. Ja, komm, den schaffen wir. Der schmeißt doch eh nur wieder mit Steine. Schau mal. Vielleicht irre ich mich auch, ne? Ich glaube, das ist so ein Steinwerfer. Trotz, zeig mal, was du kannst. Steht nur rum. Guckt euch das mal an. Okay, jetzt schlägt es das erste Mal zu, ey. Wahnsinn, diese Frau. Ah, da hat er wieder berechnet. Weiter. Oh, Baum. Ah. So. Boom. Ach, jetzt kommst du wieder. Das sieht aber auch geil aus, oder? So richtig cool, ey. So, hat der irgendwas überwacht? Irgendwas Schönes, Wertvolles, Glänzendes? Alles verfallen und vergessen. Nichts, gar nichts. Ah, das ist sehr traurig. Aber gut. Ivan ist hier, ne? Ja. So, wir können weiter. Der ist schon tot. Der Bergtroll ist tot. Ja, bravo! Du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt, nur um dir was zu beweisen. Ich dachte, die Morkons fürchten den Tod nicht.
Sein Leben sinnlos wegzuschmeißen, ist etwas anderes. Aber was rege ich mich auf? Bin ja froh, dass du noch in einem Stück bist. Eigentlich hast du es nicht verdient. Nur weiß ich nicht, wie lange das Glück noch auf deiner Seite ist. Nimm das hier. Das steigert deine Überlebenschance, wenn es einmal hart auf hart kommt. Woher hast du das Zeug? Von Danilo. Das sind die Sachen, die ich nach seinem Tod vergraben hatte. Hätte ich sie damals am Mann behalten, wäre ich vielleicht nicht ins Vorgekommen. Du hingegen findest bestimmt eine Verwendung dafür. Und sei es nur, um deinen eigenen Hintern zu retten. Jetzt aber weiter. Es ist nicht mehr weit. Kurz vor der Grotte gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Jawohl. Warum? Warte. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht an die große Glocke. Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist es besser so. So, du übertreibst. Ich weiß, wie meine Leute ticken. Vertrau mir. Und du gehst auch sicher nicht mehr verloren? Natürlich nicht. Und jetzt hör auf, meiner Mutter Konkurrenz zu machen. Okay, wir haben einmal einen Kolben bekommen, eine Einhandwaffe. Aber das braucht nochmal 30 Stärke dazu. Mehr als 30. No chance. Und hier haben wir das Tunnelschild. Ja, das könnten wir vielleicht irgendwann mal ausrüsten. Es sieht auf jeden Fall auch schon ziemlich cool aus. Weiter geht's. Da sage ich jetzt mal muchas gracias, Ivan. Muchas gracias. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten. Wer ist das? Unsere Kellerassen. Was ich gerade sagen wollte. Wir werden immer gestört, unsere, ne? Unsere Kellerassel, auch Wirt genannt. Was er dir anbietet, schmeckt vielleicht nicht so gut wie das Zeug der Berserker, macht aber satt. Und man kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau, erklärt er dir dann schon. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Ich komme schon. Wo war ich? Ah, genau. Wenn Marat ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Da erzählst du mir nichts Neues. Ich glaube, wir werden nie unser Gespräch komplett durchführen können, weil wir immer gestört werden. Schreckliche Gegend. So. Rest in Peace. Was ist das? Guck grad, ob da irgendwo ein Teleporter rumsteht. Ach ne, wir haben ja den hier schon. Okay. Ne, da wird hier wahrscheinlich keiner sein. Nicht trödeln. Na gut, dann sind wir jetzt eh gleich da. Cool. Hey Gregor, was geht ab? Gibt's Neuigkeiten? Mutige Jäger haben immer meinen vollen Respekt. Noch nicht. Du sagst mir Bescheid, gell? Wenn du irgendein fettes Tier oder so findest, sag Bescheid. Ruf mich an. Sofort. Okay. Ich erledige das. Ah! Oh, lol. Okay, dann haben wir jetzt mal einen anderen Weg gesehen zu den Morkons. Auch ganz nett. Los, rauf da! Ja, den loote ich jetzt nicht mehr. Gut. Perfekto. Oh, ich hätte gern so einen Lakai als Begleiter. Oh, das wäre der Obershit. Wir sind da. Die Grotte. Heimat der Morkons. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst.
Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich zu verabschieden. Mach's gut, mein Freund. Und wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Wir sehen uns. Yes, baby. Neue Stufe. Ah, geil. 42 Ability Points. Sehr nice. Okay, da wären wir wieder bei den Morcons. Und da wir jetzt hier vor Ort sind, hätte ich jetzt natürlich auch gesagt, dass wir ein paar Quests erledigen, die wir aufgenommen haben hier. Aber bevor wir das tun, hätte ich gesagt, dass wir... Das war bei Tava, glaube ich, ne? Red's Paranoia, falscher Berserker. Diesen Einer müssen wir suchen. Der muss hier eigentlich irgendwo rumpimmeln. Naja, hier ist das Gebiet. Okay, der müsste gleich hier vorne sein anscheinend. Ist er das? Aha, wen haben wir denn da? Hast du mich also gefunden? Warum bist du im Vor von mir davongerannt? Na, du hast angefangen, mich auszufragen über Red. Über die Berserker. Da habe ich Panik bekommen. Ich dachte, ich wäre aufgeflogen. Es war offensichtlich, dass Red dich geschickt hatte. Und inzwischen dürfte es für dich kein Geheimnis mehr sein, dass ich ein Morcon bin. Oder eher gesagt, war. Was meinst du damit, du dachtest, du wärst ein Morcon? Ich nehme an, du hast mein Tagebuch gefunden. Hast du es gelesen? Also ich werde jetzt halt immer ein bisschen mehr lügen, wegen Nessie. Ich habe es gefunden, aber nicht alles gelesen. Jetzt ist sowieso alles egal. Ich habe nichts mehr zu verbergen. Wenn du mein Tagebuch gelesen hättest, dann wüsstest du bereits, dass ich als Spion der Morgons gearbeitet habe. Nein. Aber eines Tages haben sie den Kontakt zu mir abgebrochen. Das ist schon Jahre her. Ich hatte immer die Befürchtung, dass sie mich vergessen haben. Anscheinend hatte ich recht. Sie lassen mich nicht in die Grotte. Sie wissen nicht mehr, wer ich bin. Ich habe seit Jahren keine Rituale mehr für Ravak abgehalten. Ich sehe aus wie ein Berserker, rede wie ein Berserker, hatte eine gute Arbeit und wurde respektiert. Und jetzt sitze ich hier, heimatlos. Gibt es keine Möglichkeit, wieder bei den Morcons aufgenommen zu werden? Keine Chance. Ich habe alles versucht. Alle, die ich bei ihnen kannte, sind tot. Ich wollte mich sogar gefangen nehmen lassen. Nicht mal das wollten sie. Weil ich ein Spion der Berserker sein könnte. Zarina persönlich hat mir anscheinend den Zutritt verboten. Ich hätte Glück, dass sie mich nicht sofort hinrichten, sagten sie. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Kannst du nirgendwo anders hin? Ich dachte, ich versuche mein Glück bei den Outlaws. Ich weiß einiges über die Morcons und die Berserker. Vielleicht kann ich mir mit diesen Informationen ihr Vertrauen erkaufen. Bei den Klerikern kann ich das wohl vergessen. Die lassen sich auf solche Deals eher nicht ein, denke ich. Und bevor ich zu den Alps gehe, werde ich lieber zum Einsiedler. Hast du eine Idee, was ich jetzt machen könnte? Also töten werde ich ihn nicht. Fortschicken. Zurückholen wird wahrscheinlich auch etwas schwieriger. Letztendlich war er Spion. Und das weiß Red jetzt. Da glaube ich jetzt nicht, dass Red ihm nochmal vertrauen wird. Ja, schickt man fort. Mal schauen, wo er landet. Du solltest dich im Vor nicht mehr blicken lassen. Ich hatte auch nicht vor, zurückzugehen. Hast du einen Vorschlag, wo ich hingehen sollte? Hauptsache, ich muss dich nie wiedersehen.
Das würde Nasty gefallen, wenn ich das sage. Safe. Du solltest zu den Outlaws gehen. Dann denkst du das Gleiche wie ich. Wenn ich denen meine Geschichte erzähle, habe ich wohl die größte Chance zu überleben. Lustig. Was denn? Mein Leben. Von den Morkons über die Berserker bis hin zu den Outlaws. Ich erkenne da einen Trend und der geht in einer geraden Linie nach unten. Naja, danke für deine Meinung. Ich brech dann mal auf. Ach, eine Sache noch. Wie du vielleicht weißt, war ich mal der Ausbilder der Stadtwachen des Forts. Wenn du willst, kann ich dir bestimmt was beibringen. Alles, was ich mir dazu verdienen kann, wird mir helfen. Such mich also bei den Outlaws, wenn du was lernen willst. Wir sehen uns. Halt, stopp, steh geblieben. Ich will gleich was lernen. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? So, was kann ich denn hier lernen? Okay, das ist tatsächlich nur Nahkampf, ist ja auch irgendwo klar. Schwere Waffen. Und das hier unten dann, ne? Extra Lebenspunkte etc. pp. Aber da fehlen mir sowieso die Konstitutionspunkte. Ne, gut, passt. Darfst du gehen. Tschüssikowski. Mach's gut. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause bei den Outlaws. Okay, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so offen haben. Ich hatte doch noch irgendwas mit der Arena, dass ich da irgendwie wegen den... Das hier, glaube ich, oder? Enyas Kreaturenfänger. Enya hat einen ihrer Trupps mit einem Beruhigungsmittel ausgestattet. Ich soll sie aussuchen und dafür sorgen, dass sie die restlichen Beruhigungsmittel mitbringen. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Das hier könnte ich auch machen. Da muss ich Nachtschatten töten. Klingt auch schon mal nicht schlecht. Postboten spielen. Oh, nee. Okay, das ist auch nicht so wichtig. Und vermisste Händler der Kleriker. Das ist der Kleriker. Ach nee, warte mal. Nicht falsch, war? Das war ein Outlaws. Ja, das war schon richtig. Oh, aktivieren wir den hier mal? Ja, genau, hier unten. Uff. Eine lange Reise. Na gut. Hatte ich nicht noch irgendeinen anderen Quest? Irgendwas Cooleres? Kämpfe Arena. Nö, das war schon das. Okay, gut. Dann machen wir das. Von wo aus gehen wir denn jetzt am blödsten? Am besten von hier aus? Von der Mitte? Diese Stadt ist nichts weiter als ein dahinsiechender Kadaver. Und wir sind die Maden, die sich an ihm laben. That's so wie it. Du es sagst, wundert es mich nicht, dass sich niemand an den Wiederaufbau wagt. Wieso? Ich bin mir sicher, die Ratten sind schon eifrig dabei. So, jetzt haben wir hier natürlich ordentlich Loot, ne? Aber halt meistens nur so kleinen Scheiß. Oh. Ist das ein Originalfoto? Cool. Ich habe noch so viele Elixitbeutel, die sollte ich alle mal aufreißen. Was sind denn die? Hier. Na also, wer sagt's denn? Na also. Kohle, Kohle, Kohle. Interessant. Geht doch. Na also. Money, money, money. Ja, 17.000 kann sich sehen lassen. Da kann man wirklich nicht klagen. Also geldtechnisch geht's mir richtig gut. Da kann ich mich null beschweren.
Und demher kann ich auch nochmal bei Gelegenheit bei den Händlern immer den Treibstoff kaufen für ein Jetpack. Kostet ja einer 500, ist zwar schon sehr teuer, aber bei 17.000. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob wir noch irgendwann mal eine bessere Rüstung bekommen oder ob wir die noch irgendwie auch wieder kaufen müssen. Aber ja, sobald wir uns in einer Fraktion nochmal anschließen, denke ich mal schon, dass wir die Rüstung dann einfach so bekommen. Wird allerdings noch sehr lange dauern, Leute. Das kann ich euch gleich sagen. Denn ich werde wirklich bei jeder Fraktion so weit wie möglich die ganzen Quests machen, die Erfahrung mitnehmen. Und mich dann wirklich erst am Schluss, wenn ich von allen Fraktionen alles erledigt habe, werde ich mich dann dazu entscheiden, mich irgendwo anzuschließen. Okay, der ist, glaube ich, krass, der Dude. Ach du Heilige! Ein Moloch! Ein Moloch! Okay, der muss noch weg hier. Gott, oh Gott. Auf geht's, Nasty! Schaffen wir den? Boah, das sieht heftig aus. Das sieht richtig, richtig heftig aus. Ich glaube, der macht One-Hit. Okay, dem kann ich ausweichen. Du Scheiße, hier ist so viel. Ach du. Gibt's doch nicht, ey. Als hätte ich die Agro von dem gezogen. Never. Und schlafen da. Ah, guten Morgen, Nasty. Können wir weitermachen? Der hier hoch? Nee, der kommt hier gar nicht hoch. Au! Scheiß, wie sucht er? 380 Erfahrung. Naja, so viel ist es jetzt eigentlich nicht, ne? Ach, ne, ist die. Streng dich doch mal an, Vibe. Solala. Alter, was eine Action, hä? Huh? Erstmal was futtern. Ich will jetzt auch unbedingt jetzt mal einen finden, der mir hier das Schlösserknacken beibringen kann. Ich meine, hier gibt es zwar jetzt tatsächlich gar nicht so viele Truhen. Ich will das jetzt mal in der Tasche haben. Genau mein Geschmack. Du hast ja im Grunde in jeder Stadt einen Lehrer, der dir irgendwas beibringt, aber meinst du, findest du einen wegen Schlösserknacken? Das Einzige, was wir halt machen können, ist nochmal zu den Krallen zurückzugehen. Das könnte man sich nochmal überlegen. Um dort ein paar Missionen für die zu machen. In der Hoffnung, dass die uns das dann beibringen. Das wäre geil. Da fällt mir gerade ein. Ich habe hier noch irgend so ein komisches, eine Spezialisierung. Das habe ich hier drin, Schlösserknacken plus 1 und Clown plus 1. Und hier habe ich nochmal Schlösserknacken plus 1 und plus 5 Rüstung. Das würde ich, glaube ich, jetzt eher nehmen. Ein bisschen mehr Rüstung ist jetzt in dem Gebiet wichtig. Komm ran, du Verseuchter. Ich lasse dich nicht hängen. Au, au. Ui, das war Klose, Mann. Krass. Schon echt gut Schaden. Es wird, glaube ich, auch langsam Zeit, mich um eine bessere Rüstung zu kümmern. Kann man eigentlich Rüstungen aufwerten? Verbessern? Ich glaube nicht, oder? Wenn doch, bitte einmal in die Kommentare.
pfeifen wir uns mal hier wieder ein bisschen was zum Essen rein. In dem Gebiet hier werden wir richtig fett, weil wir richtig viel essen müssen immer. Ich komme schon. Tanken, Baby, tanken. Hier schon mal. Ich weiß, wir sind einmal hier quer durch die Stadt gelaufen. Aber könnte durchaus sein, dass wir hier schon waren, ne? Sieht relativ gelootet aus. Lootfreie Gegend. Da war ich, glaube ich, schon. So, gut, Kinder, würde ich mal sagen, machen wir mal an dieser Stelle hier Schluss mit lustig. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr Nasty und mir eine klitzekleine Bewertung da lasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.